grüßt euch. Ich wurde gebeten, dass ich mal selber recherchiere, ob nun die Frau vom Ministerpräsidenten von Bayern, die Frau Karin Baumüller-Söder, nun an der Produktion von Gesichtsmasken beteiligt ist oder nicht. So, dazu müssen wir ganz kurz tiefer in die Materie einsteigen, aber nur minimal. Karin Baumüller-Söder. Gehe ich mal kurz auf die Wikipedia-Seite. Da ist ein ganz kurzer Eintrag drin. Geborene Baumüller, 1973 in Nürnberg. Ehefrau des Ministerpräsidenten Markus Söder, Miteigentümerin der Baumüller-Gruppe. Die Baumüller-Gruppe hat mehrere Geschäftsbereiche, darunter Automatisierungsbereiche. Da gehe ich jetzt auch mal auf die Wikipedia-Seite. Das sind die offiziellen auf der Wikipedia-Seite. Ich bin noch nicht auf die Baumüller-Seite gegangen. Also Elektromotoren, Umrichter, Steuerungs- und Regelungstechnik, Netzwerke in der Industriekommunikation, Software-Tools für Antriebslösungen, Schaltschränke, Blechteile und Verkleidungen, Kabelkonfektion und energieeffiziente Antriebssysteme. Gut, das müssen wir mal lassen wir mal im Hintergrund sein. Und nun gehen wir auf Teile der Homepage und machen einen kurzen Auszug. Baumüller Services, eine Tochter der Nürnberger Firmengruppe Baumüller, reagiert auf die aktuellen Herausforderungen und stellt einen Teil seiner Fertigung auf die Herstellung von Face Shields um. Also Face Shields sind diese Plastikteile, die nichts bringen. Die neueste Kompetenz des Unternehmens ist die Produktion von Gesichtsschildern. So, dazwischen gibt es noch eine Menge anderen Text, aber im Endeffekt geht es darum, dass sie einen Teil ihrer Produktionslinie eben auf die Herstellung von solchen Kunststoff-Gesichtsschildern umgestellt hatte. Vergangenheitsform. Das stimmt auch. Es sind angeblich, und das ist die Aussage von Markus Söder, nur 250 Stück hergestellt worden. Die wurden alle gespendet an Krankenhäuser. Gut, aber nachdem wir ja wissen, wie Industrie 2 funktionieren, werden und wir nicht genug Produktionsstellen haben in Deutschland und Europa, die genug Masken produzieren könnten, die diesen Gebrauch von diesen Einwegmasken sicherstellen können, kannst du davon ausgehen, dass demnächst, da muss man natürlich auch wieder schauen, ob das auf der Baumüller Services Seite ist oder auf einer anderen dieser Seiten, weil es sind ja verschiedene Tochterfirmen. Auf jeden Fall wurden Gesichtsmasken hergestellt, also keine Atemschutzmasken, sondern Gesichtsschilder. Das sind die Fakten, die ich bis jetzt rausgefunden habe. Tiefer bin ich jetzt noch nicht gegangen. Verdienen die mit oder nicht? Höchstwahrscheinlich ja, aber der liebe Herr Markus Söder hält sich natürlich rechtliche Schritte zurück im Hintergrund, um dagegen vorzugehen, dass seine Familie an der Produktion von Gesichtsmasken, Atemschutzmasken verdient. Das war's von mir bis hier. Ich danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne, tschüssikowski.